Lesung aus dem Buch Numeri. In jenen Tagen brachen die Israeliten vom Berg Hor auf und schlugen die Richtung zum Roten Meer ein, um Edom zu umgehen. Das Volk aber verlor auf dem Weg die Geduld. Es lehnte sich gegen Mose und gegen Gott auf und sagte: Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Etwa damit wir in der Wüste sterben? Es gibt weder Brot noch Wasser, und es ekelt uns vor dieser elenden Nahrung. Da schickte der Herr Feuerschlangen unter das Volk. Sie bissen das Volk, und viel Volk aus Israel starb. Da kam das Volk zu Mose und sagte: Wir haben gesündigt, denn wir haben uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Da betete Mose für das Volk. Der Herr sprach zu Mose: Mach dir eine Feuerschlange und häng sie an einer Stange auf. Jeder, der gebissen wird, wird am Leben bleiben, wenn er sie ansieht. Mose machte also eine Schlange aus Kupfer und hängte sie an einer Stange auf. Wenn nun jemand von einer Schlange gebissen wurde und zu der Kupferschlange aufblickte, blieb er am Leben. Wort des lebendigen Gottes. Keine wirklich, zumindest ist der Anfang nicht eine wunderschöne Lesung, aber spiegelt die Realität wider. Gut verstehbar, dass die Israeliten, die in Richtung zum Roten Meer gehen, noch einmal einen Umweg machen müssen. Für ein Volk, das eh schon so lange unterwegs ist, noch einmal einen Umweg zu machen, ist mühsam. Vor allem, wenn man nicht so genau weiß, warum man ihn eigentlich macht. Das heißt hier, das Volk verlor auf dem Weg die Geduld. Immer wieder gehen und Umwege machen, immer wieder in die gleichen Fehler verfallen, das erfordert sehr viel Geduld und manchmal haben wir die auch nicht. Interessant finde ich, dass das Volk Israel aber erkannt hat, dass Gott und Mose untrennbar miteinander verbunden sind. Also sie haben sich gegen Gott und Mose aufgelehnt und sagen auch: Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Es ist kein Auflehnen gegen Mose allein, sondern letztlich auch gegen ihren Gott. Und immer das gleiche Essen, auch wenn sie Manna hatten, das war für sie mühsam. Die Strafe unter Anführungszeichen folgt. Und ich nehme das für mich einfach bildhaft wahr, wenn ich nur mit mir selbst beschäftigt bin, mit dem Blick auf das eigene, auf meinen Weg, auf das, was mich stört, auf das, was mühsam ist, dann wird ganz viel von meiner Energie verschlungen. Dann ist der Blick woanders hin nicht mehr möglich. Dann fällt es mir auch nicht leicht, das Gute in meinem Leben noch zu entdecken. Und wahrscheinlich auch nicht in anderen. Und da wenden sie sich zum Herrn, eigentlich zu Mose, aber das ist in dem Fall ziemlich ident. Und Gott holt sie heraus aus diesem Blick auf sich selbst. Wenn er zu Mose sagt: Mach dir eine Feuerschlange, häng sie auf einer Signalstange auf und dann lade ein, dass das Volk diese Stange anschaut, diese Feuerschlange auf der Stange aufgehängt, aus Metall, dann werden sie am Leben bleiben. Ich sehe das als eine sehr klare Einladung, den Blick von uns weg auf das, was mühsam ist, das, was uns die Geduld raubt, den Blick zu heben, den Blick zu weiten, in dem Fall den Blick nach oben zu wenden und plötzlich wieder neues Leben zu entdecken. Die Einladung ist für mich sehr deutlich. Bleibe ich an dem, was so rund um mich ist, hängen,
Oder lasse ich mir einen anderen Blick schenken? Ein Blick, der nichts anderes fordert, wie meinen Blick zu heben, nach oben zu heben, ein Bild auch, den Blick zu Gott zu erheben. Und dann wird vieles, was jetzt mühsam ist, wo wir ungeduldig sind, von neuem Leben in sich bergen.